Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Haul und zwar wieder ein paar Sachen von DM. Ich habe zwei, drei Sachen gekauft und dabei ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass ich doch noch zwei, drei Dinge zu Hause liegen habe, die ich euch vergessen habe im letzten DM-Haul zu zeigen. Es ist alles dekorative Kosmetik. Dann noch zwei, drei andere Sachen und dann habe ich noch ein bisschen Schmuck bei Lucky Diamond bestellt und das zeige ich euch dann auch und los geht's. Dann fangen wir mal am besten mit den DM-Sachen vielleicht an, dann zeige ich euch die kurz. Und zwar habe ich mir die Foundation wieder nachgekauft, die habe ich früher sehr oft benutzt. Kennt ihr vielleicht noch von früher die Garnier, die Miracle Skin Perfecta. Das ist ja eigentlich eine BB-Cream mit Matt-Effekt und da habe ich die Farbe hell. Habe ich, ja wie gesagt, ich denke mal so von einem Jahr oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange es schon her ist, habe ich sie relativ häufig benutzt und dann wieder aufgehört, weil ich irgendeine andere Foundation benutzt habe. Und jetzt habe ich sie wieder für mich entdeckt und ich habe sie mir jetzt neu gekauft, weil ich hatte nur noch ein bisschen was drin. Ist auch noch nicht ganz leer, aber ich habe sie mir einfach schon mal nachgekauft, als ich gestern dort war. Und ja, ich mag sie einfach sehr, jetzt auch gerade für den Frühling, weil sie ist sehr leicht, sie ist auch sehr hell. Und auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen Bräunungscreme verwende, also aktuell ist sie wieder weg, ich bin wieder blass, aber wenn ich jetzt wieder anfange bei dem schönen Wetter, ist sie zwar hell, aber ich gehe ja eh immer mit einem Bronzer oder so drüber, von daher bevorzuge ich immer ja, Foundation oder mag ich lieber, wenn sie heller ist, weil ich sowieso mit Bronzer oder sowas dann noch drüber gehe. Und ja, die mag ich sehr. Dann habe ich mir auch noch eine Foundation geholt, die habe ich jetzt schon länger, hatte ich euch aber noch nicht gezeigt. Und zwar ist das die L'Oreal Nude Magique Foundation und zwar ist das so eine ultraleichte Textur, frische Textur, perfektioniertes Nude-Ergebnis. Die muss man auch schütteln, wenn man das nicht macht, das setzt sich so ein bisschen ab. Das ist sehr, sehr ölhaltig und sehr, sehr flüssig. Und wenn man es nicht schüttelt, dann hat man erstmal nur das Öl auf der Hand. Also ich mache das ja immer so, ne? Ich habe die Farbe 120 Pure Ivory und ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne, leichte Textur. Ist fast so ähnlich wie die, weil die ist ja auch sehr, sehr flüssig, wenn man sich die auf den Handrücken gibt. Also im Vergleich zu einer Foundation oder auch zu einer Creme ist sie wirklich sehr flüssig. Die ist noch flüssiger, also gerade wenn ich mir das auf den Handrücken gebe, muss ich schon immer gucken, dass nichts runterläuft und ganz schnell mit dem Pinsel so drauf datschen, weil sonst läuft es einem echt die Hand runter. Finde ich aber auch richtig gut, ist auch nicht zu dunkel und nicht zu rosa stichig. Ja, mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich mir einen neuen Concealer geholt, da habe ich einfach nie was Festes, also nie das gleiche, da kaufe ich mir eigentlich jedes Mal einen anderen. Da habe ich mir jetzt von P2 ein Ultra Matt 24 Stunden Concealer gekauft, in der Farbe 010, Matt Shell. Und das hat so ein Applikator, also so kein Pinsel, sondern so ein Applikator, das mag ich lieber wie ein Pinsel. Und ja, habe ihn jetzt heute das erste Mal benutzt. Ja, die Deckkraft würde ich sagen, ist so mittelmäßig, nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob ich mit dir nochmal nachkaufen werde. Und 24 Stunden denke ich auch nicht, dass er hält. Ja, aber ich habe ihn jetzt heute das erste Mal verwendet. Muss ich erstmal noch ein bisschen testen. Heute dachte ich, ja, geht, aber ob ich es nachkaufe, weiß ich nicht. Dann habe ich mir zwei LE-Produkte gekauft und zwar von P2, die Catch the Glow LE Go for Glow Blush. Da habe ich mir einen Blush geholt und zwar das ist die Farbe 020 Beach Fever. Ich wollte eigentlich einen Bronzer, aber die Bronzer aus der LE haben mir irgendwie nicht so gefallen als Bronzer. Und dann habe ich mir einfach den Ton hier geholt, swatche ihn euch auch gleich mal. Und ja, das benutze ich eigentlich nicht als Blush, sondern schon hier so ein bisschen auf dem Wangenknochen als Kontur sozusagen, also nur so hier ein bisschen über meinen Bronzer drüber und aber trotzdem auf die Bäckchen noch einen Bronzer, einen Blush. Genau, den hier. Und dann habe ich mir aus der Essence Cookies and Cream LE einen Blush gekauft. Die verwende ich jetzt sehr gerne in Kombination, weil die haben auch beide wirklich einen schönen Schimmer. Das ist die Farbe 01 Cake Pops That's Top. Und das ist so ein schönes Aprikot, also das ist wirklich eine schöne Frühlingsfarbe, so ein Aprikot mit Schimmer. Und ja, die beiden verwende ich jetzt gerne so in Kombination. Dann habe ich mir jetzt gestern mal dieses Essence Präzisionsei gekauft, ist auch noch nass und jetzt dreckig. Ich habe es gerade eben vor dem Videodreh das erste Mal benutzt mit der Catrice Photo Finish Foundation. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Ich finde es jetzt schon irgendwie eklig, wieder zu verwenden. Klar, also man kann es zwar auswaschen, aber ist halt irgendwie schon dreckig. Ich brauche viel länger, wie mit dem, ich benutze sonst immer den Bufferpinsel von der Becky, brauche ich viel, viel länger dafür.
weil man ja wirklich immer nur so Partie für Partie abarbeiten kann. Und mit dem Pinsel mache ich einfach und irgendwie fertig, gerade morgens so vor der Arbeit. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man viel, viel mehr Produkt braucht, weil ich ja denke, durch diesen feuchten Schwamm, der saugt einfach doch viel auf. Ist jetzt natürlich bei der Catrice Foundation nicht ganz so schlimm, weil sie ja eine Drogerie Foundation ist, ja nicht ganz so teuer. Aber wenn man da jetzt eine High-End Foundation oder so hat, weiß nicht, da würde ich mir das vielleicht überlegen, weil da geht man doch eher sparsamer mit um, also ich zumindest. Aber ich finde es ganz gut. Ich finde, es macht ein schönes Finish auf der Haut. Also das Finish gefällt mir schon ganz gut. Aber ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen austesten, habe es jetzt auch gerade zum ersten Mal probiert. Negativ finde ich halt, dass man so viel Produkt braucht und dass es halt auch länger dauert. Ich muss es einfach noch ein bisschen austesten. Ja, das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir noch ein LE-Produkt gekauft, und zwar von P2 aus der C'est la vie oder C'est la vie, wie auch immer. LE, ein Nagellack, und zwar die Farbe 040 Freshness. Die trage ich auch jetzt momentan, habe ich gerade lackiert, blende ich euch auch gleich nochmal näher ein. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt für den Frühling ist ein richtig schönes, so Babyrosa, aber so ein Frühlings, so ein Bonbon, Quietsch, Eiscreme, Rosa, würde ich mal sagen. Finde ich auch ganz cool. Und dann noch, den habe ich euch schon mal gezeigt von P2, den Secret Gloss. Ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, das ist die Farbe 010 Secret Whisper aus dem neuen P2 Standardsortiment. Ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt, und da habe ich mir jetzt noch einen zweiten geholt, weil ich den so schön fand, also einfach von der Konsistenz her. Jetzt habe ich mir die Farbe 030 Secret Sensation geholt, das ist ein sehr schöner Ton, trage ich auch jetzt gerade. Das ist so ein schöner Peach-Ton und richtig frühlingsmäßig, also für den Alltag. Aber was mich echt stört, die sind so weich, dass wenn man jetzt so sich den Lippenstift aufträgt, dann schiebt man den wohl so, weil die, ach, soll ich das sagen? Der Lippenstift ist viel, viel kleiner wie hier dieses Aloröhrchen. Und wenn man sich den Lippenstift aufträgt, dann schiebt man den ja logischerweise so ein bisschen da dran. Und wenn man den dann wieder runterdreht, dann hat man hier am Rand den ganzen Klatsch hängen. Und dadurch geht der Lippenstift kaputt und macht alles da dran hängen. Und das finde ich irgendwie nicht so vorteilhaft. Also ich versuche irgendwie dann als von der anderen Richtung so ein bisschen, und ja. Mag ich nicht so, dass es so ist, weil dann ist alles so voll geschmiert. Aber naja, also die mag ich wirklich auch sehr gerne. Diese Secret Gloss, die sind sehr, sehr leicht auf den Lippen. Fühlen sich auch ein bisschen pflegend an, so, also einfach weil sie so weich sind. So glossy, aber doch wie ein Lippenstift, und die Farben finde ich ganz so intensiv, also wirklich gut für den Alltag zu verwenden. So, das war jetzt DM. Dann ein bisschen zu Schmuck. Heute machen wir mal ein bisschen kollektiv. Und zwar bei Lucky Diamond habe ich bestellt. Und zwar sind das wieder Tunnels. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das sind 3 Stück und ein Bauchnabelpiercing. Den Bauchnabelpiercing trage ich aber gerade. Den zeige ich euch jetzt so nicht. Vielleicht mache ich euch schnell ein Foto oder so und blende es euch ein. Das ist eigentlich nur ein schwarzer Anker. Den habe ich jetzt auch wirklich schon lange drin und der gefällt mir richtig gut. Ich mag hier Anker total und ich wollte wieder was mit einem Anhänger haben. Ich hatte davor einen ohne Hänger, also einfach nur so ein Steinchen. Also so eine Kugel mit Steinchen, und ich wollte mal wieder einen Hänger haben. Alle meine sind nämlich kaputt. Und deswegen habe ich jetzt wieder einen schwarzen Anker, den ich wirklich sehr schön finde. Und dann habe ich hier Tunnel. Und zwar die hier finde ich richtig, richtig schön. Aber da sind jetzt die Ringe ab, weil ist aber egal, weil ich den schon anhatte. Die hier mag ich total. Ich blende sie jetzt euch natürlich auch im Namen ein. Die sind einfach Edelstahl mit blauen Steinen. Also ich wollte mal wieder welche mit so Strasssteinen haben. Da habe ich ja auch welche mit weißen. Und, habe ich viele in verschiedenen Farben. Aber blau hatte ich noch nicht. Und ich dachte, oh, blau ist auch mal cool. Ist auch so eine richtig schöne leuchtende Farbe. Auch sehr schön jetzt im Frühling zu tragen. Und gerade mit dem Edelstahl, weil die meisten mit Strasssteinen, die ich habe, sind schwarz. Aber mit Edelstahl finde ich auch ganz schön zu tragen. Ist dann schön hell mit diesem Blau. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Also die sind neu und vor allem halt auch Edelstahl. Das mag ich sehr, weil die schwarzen, die ich habe, sind, glaube ich, alle aus Plastik. Dann habe ich welche hier aus dem Shop. Die sind ganz neu in dem Shop. Sieht man natürlich in der Größe, wo ich habe, nicht ganz so cool, wie wenn die größer wären. Da sind die wahrscheinlich noch viel geiler. Wie soll ich das erklären? Ich blende es euch gleich ein. Und zwar sind das Tunnel in Gold.
Und die haben vorne und hinten eine Glasscheibe und da drin enthalten sind Kristalle, also richtig kleine Kristalle. Wenn man es aufschraubt, also ich kriege die auch so an, ohne aufzuschrauben, die sind nicht ganz so arg am Rand ausstehend, also hier vorne kriege ich auch an, ohne sie aufzudrehen, aber man kann sie auch aufdrehen und dann kann man die Steinchen auch rausnehmen und dann sieht man nämlich, was das für Steinchen sind. Natürlich habe ich ja nur 10 mm und da ist natürlich das Loch sehr klein und da sind, glaube ich, 3 von diesen Kristallen drin, da ist natürlich voll. Wenn man natürlich hier ein bisschen Größe hat, vielleicht wenn man 20 hat oder so, das sieht bestimmt richtig cool aus, weil da kann man richtig schön durchgucken und dann fallen da drin so diese Strasssteine rum, das finde ich richtig cool. Also von der Idee her habe ich noch nie irgendwo gesehen und ja, die finde ich auch richtig mal was anderes einfach, finde ich richtig cool. Und die letzten, die ich richtig süß finde, aber leider irgendwie noch nicht reinbekommen habe, weil sie irgendwie zu groß sind, das sind hier solche Herzen. Und ich wollte ja schon immer mal, ich habe ja auch schon diese anderen Herzen, die sind ja aber geschlossen, die kriege ich gerade so rein. Aber ich wollte schon immer mal Tunnel in Herzform tragen, aber ich bekomme sie nicht rein. Sie sind, ich weiß nicht warum, sie sind gar nicht arg nach außen gewölbt eigentlich. Aber irgendwie ist der Rand anscheinend doch irgendwie zu dick und dann ist es ja auch halt nicht rund, sondern auch noch in Herzform da unten mit der Spitze dann. Und wie ihr ja wisst, habe ich also ein bisschen Probleme, weil ich ja die zweiten auch gedehnt habe und da ist es nicht ganz so ausgeleiert, da habe ich als Probleme sowas reinzubekommen. Aber die sind so schön, also ich muss noch ein bisschen probieren, als mal nach dem Duschen und ein bisschen dehnen und kneten und machen. Vielleicht kriege ich es dann irgendwann mal rein, weil die sind richtig schön, das ist so ein... Ich weiß gar nicht, Holz ist es nicht, das ist so ein harter Kunststoff, ja, ein harter Kunststoff. Und die gefallen mir aber richtig, also ich hab mich so verliebt und ich wollte die unbedingt tragen und so ein Herz und dann halt in Schwarz und dann als Tunnel vor allem, richtig süß. Also ich muss mal schauen, dass ich die irgendwie reinbekomme. Ja, naja. Und genau, das war es auch von Lucky Diamond, dass ihr das auch mal gesehen habt. Und dann war es das für heute, meine Lieben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare für euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann schaut euch meine letzten beiden Videos an. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Durchklicken. Und lasst mir auch da Kommentare da. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.